So Leute, herzlich willkommen zum heutigen Trading Basic Call. Mein Name ist Niklas Geisert, ich bin 21 Jahre alt, bin selber seit 2 Jahren im ganzen Thema Trading, werde heute diesen Trading Basic Call machen, um einfach euch in dem Bereich Trading ein bisschen einzuweihen, ein bisschen Mehrwert zu bieten. Ich habe mir das Ganze mal gegliedert in verschiedene Themen. Erstmal, was ist Trading? Warum Trading? Was sind Pips? Was sind Lots? Die Verlusten, die Gewinngrenze, das CAV, die Pending Orders. Und wie lernt man das Ganze? Weil ich bin euch ehrlich, ich habe das damals vor über 2 Jahren kennengelernt, relativ unseriös über Instagram, war damals schon etwas gebrainwashed durch die ganzen Werbungen, komm in die Gruppe, swipe up, 10.000 Euro in 10 Minuten, etc. Und ich wusste damals, okay, hey, das Ganze kann man seriös lernen, nur ich weiß nicht wo. Deswegen möchte ich darüber auch noch am Ende sprechen, weil es eben ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, weil man allgemein sehr, sehr viel im Internet auch findet. Deswegen erstmal legen wir los mit dem Thema, was ist Trading? Worauf wir uns fokussieren, ist im Grunde genommen auf zwei große Finanzmärkte. Einmal auf dem sogenannten Währungsmarkt, den Forex Markt, den Forex Exchange Markt. Das ist im Grunde genommen der größte Finanzmarkt der Welt, wo täglich knapp 7 Billionen Dollar gehandelt werden. Große Banken, Institutionen, Versicherungskonzerne ihr Geld rein investieren, um daran zu profitieren. So, und wir handeln eben auch, wir Kleinanleger handeln an diesen Märkten, um eben an diesen großen Bankenschwankungen einfach partizipieren zu können. Deswegen beschäftigen wir uns mit dem Thema Forex, mit dem Währungstrading und mit dem Krypto-Trading. Sicherlich Kryptowährung ein großes Thema für mittlerweile jede Person hier, sei es Bitcoin, Ethereum, Ripple. Es ist allgemein ein sehr relevantes Thema, weil wir einfach momentan in einer Zeit leben, wo es einfach auch unglaublich schlau ist, sich mit diesen Finanzmärkten zu beschäftigen. Und einfach auch unglaublich schlau ist, zu erfahren, okay, wie kann man an diesen Märkten profitabel partizipieren, um einfach einen Impact in sein Leben haben zu können. Deswegen Trading ist grundlegend der Handel. Im Forex eben der Währungshandel, sprich, dass wir Währungen tauschen, Euro gegen US-Dollar, japanischer Yen gegen Schweizer Franken und bei den Kryptowährungen eben Bitcoin gegen US-Dollar, Ethereum gegen US-Dollar, dass wir einfach diese ganzen Währungen eben gegen eine andere Währung tauschen. Ihr kennt es sicherlich vom Flughafen, ihr tauscht 10 Euro gegen, keine Ahnung, 12 Dollar oder auch eben andersrum, sprich, wir haben immer einen Austausch und diesen Kursaustausch, den kann man im Grunde genommen vorhersagen, wenn man weiß, wie das Ganze funktioniert. Deswegen ist Trading erstmal grundlegend der Handel zwischen zwei Währungen, ist der Austausch zwischen zwei Währungen, die wir vorhersehen können, wenn wir es richtig lernen. Deswegen das erstmal zum Thema, was ist Trading? Warum wir traden, ist ganz simpel. Trading ist eine sehr, sehr unabhängige Sache. Sprich, du bist nicht gebunden an keinen Arbeitnehmer, Arbeitgeber, an keinen festen Arbeitsort, sondern auch aktuell hier in Ibiza und machen von hier unsere Arbeit. Das ist sehr, sehr interessant, weil du einfach mit einer Fähigkeit, mit einem Skillset von überall aus arbeiten kannst, wenn du verstanden hast, wie das Ganze funktioniert. Du musst sicherlich Zeit investieren, du musst sicherlich auch dafür einiges machen, aber es zahlt sich langfristig aus, wenn man wirklich bereit dazu ist, die Zeit zu investieren, seine Ziele zu verfolgen, um langfristig eben einen positiven Impact in seinem Leben haben zu können. Und ich möchte euch gerne mal ein paar grundlegende Dinge zeigen über das Trading, was es eigentlich ist, wie man das Ganze angeht und wo man das Ganze eben auch prinzipiell gut lernen kann. Deswegen steigen wir gerne mal ein, kurz in die Materie. Und ich habe hier auch schon einen sogenannten Chart vorbereitet. Und zwar sind wir auf einer Seite namens TradingView, ist für jeden zugänglich, kostenlos, ist im Grunde genommen, ich glaube, mit die größte Analyseseite im Bereich Aktien, Krypto, Forex, Stocks, Futures, wie auch immer. Und wir sehen jetzt mal hier, ja, einen Chart, einen sogenannten Chart. Und ihr seht hier mehr oder weniger ein Kritzelkratzel hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Und ihr müsst verstehen, wir sind jetzt hier aktuell in einem Währungspaar und zwar in dem sogenannten NZD-Cut. Das ist der neuseeländische Dollar, kanadische Dollar. Weil ihr müsst verstehen, ein Währungspaar sind immer zwei Währungen. Auch genauso hier. Anderes Beispiel, hier im AUD-CHF, das ist der australische Dollar zum Schweizer Franken. Oder auch genauso hier im, oh, sind Analysen drin, genauso auch hier im NZD-USD, es ist immer der neuseeländische Dollar zum US-Dollar. Und um das Ganze ein bisschen simpel zu gestalten, ist es sehr, sehr leicht zu verstehen. Im Trading geht es nur darum, um zu sagen, hey, welche von beiden Währungen ist momentan stärker? Wo ist mehr Volatilität drin? Welche Währung hat momentan die Überhand? Und ihr müsst verstehen, Trading besteht aus drei Hauptkomponenten. Einmal aus Wahrscheinlichkeiten, aus wiederkehrenden Zonen und aus der emotionalen Intelligenz, weil die meisten Menschen verlieren, die meisten Menschen schätzen, raten, hoffen, spekulieren, die meisten Menschen denken, sie wissen, die meisten Menschen laden sich irgendwelche Apps runter aus einer RTL-Werbung und denken, sie haben das große losgezogen. Das ist aber falsch. Und deswegen müssen wir erstmal herausfinden, okay, wo lernen wir das Ganze und vor allem mit was für einer emotionalen Intelligenz, weil wir Menschen haben zwei Hauptemotionen, die wir unter Kontrolle bekommen müssen. Einmal die Gier und einmal die Angst. Wir Menschen neigen dazu, schnell Geld verdienen zu wollen, haben aber Angst, Geld zu verlieren. Also die Gier und die Angst sind die zwei Hauptemotionen. Deswegen Trading, drei Hauptkomponenten, Wahrscheinlichkeiten, wiederkehrende Zonen und die emotionale Intelligenz. Warum jetzt wiederkehrende Zonen? Ganz simpel. Ihr müsst verstehen, im Trading gibt es auch zwei Hauptbewegungen. Einmal eben, ich zeige es euch, die Impuls, die Korrektur. Die Impuls, die Korrektur. Impuls, Korrektur, genauso für fallende Kurse. Impuls, Korrektur, Impuls, Korrektur. Ich zeige es euch an, ihr merkt noch gerne mal, sieht das auch sehr, sehr schön eben.
Impuls, Korrektur, Impuls, Korrektur, Impuls, Korrektur. Es sind also immer dieselben Muster. Es sind immer die wiederkehrenden Zonen, die berührt werden. Weil ihr müsst verstehen, im Trading geht es um Angebot und Nachfrage. Es geht immer um Angebot und Nachfrage. Und deswegen gibt es im Trading auch immer wieder die wiederkehrenden Zonen, die immer wieder berührt oder angetestet werden. Wie zum Beispiel hier, ich zeige es euch mal anhand eines Beispiels, wie zum Beispiel hier, der Markt kommt hier immer wieder an denselben Preisbereich rein. Hier bei 0,88, hier 88804. Ist ja egal, aber es sind immer wiederkehrende Zonen. Und um die Dinge eben predikten zu können, um eben sagen zu können, okay, welcher Markt wird steigen, welcher Markt wird fallen, gehen wir ein bisschen tiefer in die Materie. Ihr müsst wissen, im Trading gibt es auch noch zwei Bewegungen, außer Impuls und Korrektur. Und zwar gibt es einmal eben die steigenden, zack, und die fallenden Märkte. Die fallenden Märkte. Es gibt eben die steigenden Märkte. Das sind eben die bullischen Bewegungen, das nennt man auch oft Long, und es gibt die fallenden Märkte, das sind eben die bärische Bewegungen, und das ist eben Short. Ganz hier kurz. So, bärische. Genau, das sind eben die steigenden Märkte und die fallenden Märkte. Also wir haben im Grunde genommen zwei Richtungen, wo der Markt gehen kann. Nicht nur eine Richtung, sondern zwei Richtungen. Sprich, wir können im Trading mit steigenden wie auch mit fallenden Kursen Geld verdienen. Das ist sehr, sehr interessant. Aber wie geht das Ganze? Ganz simpel. Ihr müsst verstehen, Leute, wenn der Markt steigt, heißt es immer, dass die vordere Währung stärker ist als die hintere. Sprich, in diesem Beispiel gehen wir davon aus, der Markt steigt jetzt hier hoch, dann können wir sagen, okay, hey, der NZD ist aktuell stärker als der kanadische Dollar. Sprich, der neuseeländische Dollar wird aktuell mehr gehandelt, mehr Volumen wie der kanadische Dollar. Wenn der Markt aber fällt, genau andersrum. Sprich, wenn der Markt fällt, wie zum Beispiel hier, zack, sehen wir oder wissen wir, okay, hey, in diesem Bereich war overall der kanadische Dollar stärker als der neuseeländische Dollar. Sprich, wenn der Markt steigt, ist die vordere Währung stärker. Wenn der Markt fällt, ist die hintere Währung stärker. Das wissen viele Menschen nicht und das ist sehr, sehr wichtig zu wissen, weil wir dadurch einfach schon Marktrichtungen sehen können. Ich mache noch gerne ein Beispiel, um es euch ein bisschen bewusster zu machen. Wir gehen davon aus, von hier bis hier. Ihr seht, der Markt fällt. Wenn der Markt fällt, welche Währung ist stärker? Die hintere. In diesem Beispiel jetzt ist der kanadische Dollar stärker als der neuseeländische Dollar. Wenn der Markt steigt, wie angenommen hier, von hier unten nach hier oben, ist eine Aufwärtsbewegung, also das hier nennt man halt eben Aufwärtsbewegung, und das nennt man eine Abwärtsbewegung. Sprich, wenn der Markt steigt, ist welche Währung stärker? Richtig, die vordere. Sprich, der neuseeländische Dollar ist stärker als der kanadische Dollar. Und das ist erstmal Punkt Nummer 1, den ihr verstehen müsst, dass wenn der Markt steigt, immer die vordere, und wenn der Markt fällt, immer die hintere Währung dominiert, volatiler ist, mehr Volumen in sich hat und mehr Menschen mit dieser Währung agieren, weltweit, durch irgendwelche unterschiedlichen Dinge, wie einen gewissen Tausch oder wie Transaktionen, wie Konsumgüter, Produktgüter, unterschiedlichsten Dinge auf dieser Erde werden mit diesem Geld eben getauscht und verwendet. Deswegen, das ist Sache Nummer 1, die ihr erstmal verstehen müsst. Sache Nummer 2 ist, dass ihr neben diesen bärischen und bullischen Märkten noch eine Art Maßeinheit habt. Sprich, ihr habt sogenannte Pips und sogenannte Lots. Und was es ist, ganz simpel, erkläre ich euch natürlich jetzt ins tiefste Detail, damit ihr versteht, was es eigentlich heißt. Also wir haben einmal die bullischen, das sind die steigenden Märkte, die bärische, das sind die fallenden Märkte. Wir haben eben einmal Aufwärts-Abwärtsbewegungen und wir wissen, hey, wenn die vordere Währung stärker ist, steigt der Markt, wenn die hintere Währung stärker ist, fällt der Markt. Das ist schon mal grundlegend sehr, sehr wichtig zu wissen. Jetzt kommen wir zum nächsten Thema und zwar Pips und Lots. Erstmal grundlegend, was sind Pips? Pips ist ein cooles Trading-Wort, heißt eigentlich nichts anderes wie Kursbewegungen. Eigentlich ganz simpel, Pips sind Kursbewegungen, werde ich euch gleich erklären. Und Lots ist mehr oder weniger einfach der Kilometer, einfach eine Art Maßeinheit. Maßeinheit. So, und was jetzt die Lots heißt? Ganz simpel. Die Lot sagt uns, wie viel Wert ein Pip ist. Also wie viel Wert ist ein Pip? Sprich, durch die Lot erfahren wir, okay, was für einen Wert geben wir dem Pip, mit welchem wir handeln. Ich mache es euch ein bisschen bewusster, passt auf. Wir haben verschiedene Lot-Sizes und zwar beginnen wir mit der kleinsten, und zwar die 0,01er Lot. Das heißt, wir haben 10 Cent pro Pip. Sprich, mit einer 0,01er Lot ist ein Pip eben 10 Cent wert. Dann 0,02, dann eben ganz simpel, denke ich, sind eben die 20 Cent so pro Pip. Dann machen wir nochmal ein Beispiel angenommen 0,08. So, das sind dann eben die 80 Cent
pro Pip. So, das sind so die kleinsten Lots von 0,01 bis 0,09. Damit beginnen Anfänger, Menschen, die nicht so ein großes Kapital haben, was auch völlig normal und völlig okay ist. Damit beginnt jeder mal. Damit habe ich begonnen, damit beginnen die ganzen Anfänger. Deswegen, das sind so die kleinsten Lots. Dann geht es weiter mit größeren Lots, und zwar die 0,1-Lots, sprich eine Null weniger. Und die 0,1-Lots sagt dir, hey, wir traden schon mit einem Euro pro Pip. So, dann machen wir angenommen 0,5er-Lot. Das sind eben, ja, 5 Euro pro Pip. Und wir gehen davon aus, noch in 0,9er-Lot, um es euch ein bisschen einfach bewusster zu machen, das sind dann eben 9 Euro pro Pip. Das sind schon Lots, womit, damit arbeiten Menschen, die schon wirklich, ja, eventuell davon leben oder auch schon gewissermaßen ein größeres Konto haben, mehr Confidence haben, ein System haben, mit welchem sie profitabel traden. Also schon echt höhere Lots. Und jetzt kommen im Grunde genommen die ganz hohen Lots, die Lots, womit ich auch sehr, sehr gern arbeite, und zwar die 1,0 in above Lots. Ich zeige es euch gerne mal, die 1,0er-Lot zum Beispiel. Die besagt uns, dass ein Pip eben 10 Euro wert ist, was schon echt nicht mehr so wenig ist. Da gibt es eben, ja, angenommen die 4,0-Lot, das sind dann schon, ja, 40 Euro pro Pip. Und angenommen die, ja, 13er-Lot, das sind einfach dann schon 130 Euro pro Kursbewegung. Also Pip ist, wie gesagt, die Kursbewegung. 130 Euro pro Pip, oder halt nochmal kurz schreibe ich hin, Kursbewegung. So, das sind sehr hohe Lots. Das sind wirklich Lots, damit arbeiten Menschen, die schon, ja, einen Wohlstand haben oder ein großes Kapital haben. Das kann man ja immer auch nicht pauschal sagen, wer arbeitet mit solchen Lots. Je nach deiner Verlust- und Gewinngrenze, alles drum und dran, erkläre ich gleich. Aber ich sag mal so, 1,0 Lots, das sind schon hohe Lots, womit man, ja, locker mal in einer halben Stunde, Stunde ein Tagesgehalt, ein Wochengehalt, ein Monatsgehalt auf jeden Fall reintraden kann. Es geht auch noch höher mit 50er Lots, 100er Lots, etc. Wir fokussieren uns erstmal auf diese Lots. So, gehen wir das Ganze kurz mal hier. So, das ist erstmal wichtig zu verstehen. Ihr habt verschiedene Pips und Lots. Jetzt habt ihr neben diesen Pips und Lots nochmal zwei andere Sachen, und zwar eine sogenannte Verlust- und eine sogenannte Gewinngrenze. Ich zeige es euch. Passt auf. Ihr habt hier links eben bei TradingView so eine Art, eine Toolbar, und hier habt ihr eben Long Positions für Long, also für steigende Kurse, und Short Positions für fallende Kurse. Und wir sehen zum Beispiel jetzt hier, machen wir mal ein Beispiel. Wir nehmen jetzt einfach mal hier das Long, die Long Position, und jetzt seht ihr im Grunde genommen ein grünes Feld, die sogenannte Gewinngrenze oder auch den Take Profit, ohne Verlustgrenze, die sogenannte Verlustgrenze oder halt, ja, schon wiederholt, den Stop Loss. Sprich, ihr habt eine Gewinn-, eine Verlustgrenze, einen sogenannten, zeig's euch, Take Profit, oder ihr habt eben eine sogenannte Verlustgrenze, und den nennt man eben Stop Loss. Diese beiden ja, Indikatoren sind unglaublich wichtig, um unsere Gewinne zu sichern und um unsere Verluste zu minimieren. Ich zeige euch mal, was ich damit meine. Ihr habt eben hier das Feld, das Gewinngrenzenfeld, was ihr hoch und runter ziehen könnt, genauso wie das Verlustgrenzenfeld, was ihr runter und hoch ziehen könnt. Und ihr seht in diesem Feld eine Zahl. Hier angenommen, mal es euch ein bisschen bewusst zu machen, eine 50. Und hier bei der Verlustgrenze habt ihr ein Feld, und zwar eine 25. Und das sind die Pips. Okay, das sind die Pips. Jetzt gehe ich genauer drauf ein. Ihr seht zum Beispiel jetzt hier, diese Gewinngrenze ist doppelt so hoch wie diese Verlustgrenze. Gewinngrenze 50, Verlustgrenze 25. Das heißt, ihr könnt mit diesem Trade, wenn der Markt steigt, doppelt so viel verdienen, wie ihr verlieren könnt. Jetzt passt auf. Wir haben gesagt, wir haben hier oben die Lots und die Pips. Ups, pass mal auf, das ist ein Fehler. So, wir haben hier oben die Lots und die Pips. Ich mache mal ein Beispiel. Angenommen, wir traden mit einer 0,1er Lot, sprich mit einem Euro pro Pip. Und unsere Gewinngrenze ist 50 Pips groß. Sagen wir, 1 Euro mal 50 gleich 50 Euro, die wir verdienen können, während 1 Euro mal 25 Euro, die wir verlieren können. Sprich, unsere Lot sagt uns an, wie viel wert ein Pip ist. Und anhand unserer Gewinn- und Verlustgrenze können wir eben sagen, hey, was können wir im Worst-Case-Szenario verlieren? Was können wir im besten Fall verdienen? Weil ihr müsst verstehen, Trading ist nicht schätzen, raten, hoffen, spekulieren, Glück haben. Trading sind Systeme, Indikatoren, Wahrscheinlichkeiten, wiederkehrende Zonen. Ihr braucht ein System. Ihr werdet niemals an diesen Märkten profitabel handeln, wenn ihr nicht wisst, was ihr tut. Deswegen hat man Systeme, wo man auf wiederkehrenden und reproduzierbare Muster oder Richtungen achtet. Und ich mache euch ein Beispiel. Angenommen, wir traden diesen Trade, wir wollen, dass der Markt steigt, weil wir sehen, weil wir als Beispiel sehen, der Markt ist hier relativ, hat hier so eine Zone berührt, und da prallt der Markt ab. Ihr seht hier, der Markt kommt hier runter, zack, prallt ab, und jetzt sagen wir, der Markt soll hier hochsteigen. Wir sagen es einfach mal so, angenommen, das ist einfach mehr oder weniger jetzt ein Spaß, um euch das bewusst zu machen, und wir sagen, unsere Gewinngrenze ist ungefähr 100 Pips hoch, und unsere Verlustgrenze ist roundabout 50, sagen wir 25 Pips klein.
Das heißt im Umkehrschluss, wir können in diesem Trade, wenn er steigen sollte, können wir viermal, wenn er hier diese Linie berührt, zack, viermal so viel verdienen, wie wir verlieren können, weil unsere Gewinngrenze 100 Pips ist und unsere Verlustgrenze 25 Pips. Und jetzt kommt es darauf an, mit welcher Lot tradet ihr. Angenommen, wir traden jetzt hier mit einer 0,01 Lot, sprich mit 10 Cent pro Pip, können wir rechnen, 10 Cent mal 100 Pips sind eben, ja, 10 Euro, die wir verdienen können, während wir 10 Cent mal 25 2,50 Euro verlieren können. Sprich, wir können alle dieselben Trades mitnehmen, nur wir traden eventuell mit einer anderen Lot und haben somit andere Gewinne und andere Verluste. Und das gilt genauso auch für fallende Kurse. Das war jetzt ein Buy-Beispiel, jetzt ein Sell-Beispiel, genauso auch hier. Wenn wir den Markt verkaufen, haben wir die Gewinngrenze natürlich oben, weil wir wollen, dass der Markt fällt und nicht steigt. Deswegen können wir hier die Gewinngrenze bei 100 ziehen, angenommen wieder, und die Verlustgrenze bei 25, jetzt muss ich das hier changen, zack, zack, dann sehen wir eben, okay, wenn der Markt jetzt hier runterfällt, wenn der Markt jetzt hier runterfällt, zack, habe ich 100 Pips gewonnen oder 100 Pips verdient nach meinem System, je nach Lot habt ihr halt dann den Betrag von, ja, 10 Euro, 100 Euro, 1000 Euro, 100.000 Euro, 1 Million, 20 Euro, wie auch immer. Sprich, eure Lots und eure Pips, eure Gewinne und eure Verlustgrenze, die sind verdammt, verdammt wichtig, um euch eben bewusst zu machen, okay, hey, wie viel, oder um euch klar zu machen, bevor ihr einen Trade setzt, hey, was kann ich im Worst-Case-Szenario verlieren? Weil ich bin euch ehrlich, ich dachte damals, Trading wäre so 50-50 Chance gewinnen und verlieren. Aber das ist Bullshit. Ihr könnt vor jedem einzelnen Trade wissen, hey, was kann ich im Worst-Case-Szenario verlieren? Was kann im allerschlimmstenfalls passieren, wenn der Markt gegen mich läuft? Und es kann nicht viel passieren. Warum? Weil ihr eine sogenannte Verlustgrenze habt und in der Regel niemals mehr wie 1-3% pro Trade riskiert. Ich persönlich trade 1% pro Trade. Das heißt, wenn man mit einem 100-Euro-Konto beginnt und man riskiert 1%, kann man im Worst-Case-Szenario, wenn der Markt gegen dich läuft, was dazugehört, maximal nur 1 Euro verlieren. Deswegen könnt ihr eure Gewinn- und Verlustgrenze je nach System, je nach Strategie anpassen. Okay, das ist sehr, sehr wichtig zu verstehen. Nochmal ein Beispiel, um das Ganze noch ein bisschen zu festigen. Nochmal ein Buy-Beispiel. Angenommen, wir traden jetzt hier den Markt, machen eine Gewinngrenze von, ja, machen wir mal 80 Pips ungefähr, also hier jetzt 79,6, einfach jetzt 80, und machen eine Verlustgrenze von roundabout, 40. Das heißt, wir können doppelt so viel, wir können zweimal so viel verdienen, wie wir verlieren können, und wir sagen jetzt eben, wir traden diesen Trade mit einer 1er-Lot, das sind 10 Euro pro Pip, das was schon sehr, sehr hoch ist, je nach Konto, verdienen wir 10 Euro mal 80 gleich 800 Euro, während wir 10 Euro mal 40 auch 400 Euro verlieren können. Also je nach System, nach Strategie, genauso für Centbeträge gilt es. Ihr habt also somit immer diesen Schützer, die Verlustgrenze eben, die euch sagt, hey, was kann im Worst-Case-Szenario passieren oder was könnt ihr riskieren? Das ist sehr, sehr wichtig zu verstehen. Also Gewinngrenze, Verlustgrenze, Pips, Lots, bärische, bullische Märkte, wichtig zu wissen bis hierhin. Genau, das so viel erstmal dazu. Jetzt nochmal ein paar kleine Features, die ich sehr interessant finde, die ich euch mitgeben möchte, die ich damals nicht wusste. Und zwar, wir gehen jetzt mal davon aus, ich lösche kurz die ganzen Sachen hier raus, damit es nicht so verwirrend aussieht, passt mal auf. Wir gehen mal davon aus, unser Trade läuft gut. Wir sehen den Markt bullish, der Markt steigt eben, er geht hoch. Wir gehen davon aus, der Markt ist schon relativ gut im Profit. Sagen wir 15, 20 Pips. Und jetzt pass auf. Sobald euer Trade ein bisschen im Profit ist, könnt ihr eure Verlustgrenze nachziehen. Das heißt, ihr könnt theoretisch die Daten eures Einstieges in eure Verlustgrenze eingeben, dann ist eure Verlustgrenze automatisch euer Einstieg. Das heißt, der Markt kann entweder Option Nummer A weiter in den Profit laufen oder er läuft einfach in den Verlustgrenze, die ja eh auf plus minus null ist. Und somit seid ihr plus minus null, das nennt man Break Even, und ihr geht mit plus minus null Gewinn raus. Sprich, ihr könnt somit keine Trades mehr verlieren. Das ist wichtig zu wissen. Ihr könnt vor jedem einzelnen Trade, ihr wisst immer, sobald euer Trade ein Profit ist, dass ihr nicht jeden Trade verlieren müsst, weil ihr euren Trade Break Even ziehen könnt. Das heißt im Grunde genommen, sobald euer Trade 20, 30, 40 Pips ein Profit ist, könnt ihr eure Verlustgrenze nachziehen und es besteht somit keine Möglichkeit mehr, einen Trade zu verlieren. Warum? Weil eure Verlustgrenze gleich euer Einstieg ist. Ihr könnt sogar, wenn euer Trade 40, 50 Pips ein Profit ist, könnt ihr eure Verlustgrenze in den Profit ziehen. Ihr könnt sagen, hey, Verlustgrenze ist irgendwo hier, dann ist euer Trade entweder nur noch plus 50 Euro oder im Worst-Case-Szenario plus 20 Euro. Ihr könnt also somit immer eure Trades so gut managen, dass wenn sie im Profit sind, ihr eure Verlustgrenzen nachzieht und somit keine Verluste mehr erwirtschaften könnt. Ich zeige euch, was ich meine, anhand nochmal zwei Beispiele. Passt auf. Das ganze Kritzelkratzel hier kurz weg. So, sehr schön. Angenommen, wir traden einen Trade mit 60 Pips Gewinngrenze. Zack. Ah, fast. 60 Pips Gewinngrenze.
So, und eine Verlustgrenze von roundabout, sagen wir 20. Das heißt, ihr wisst Bescheid, wir können mit diesem Trade dreimal so viel wie verdienen, wie wir verlieren können, wenn der Trade aufgeht. Und wir gehen jetzt mal davon aus, Leute, der Trade geht jetzt schon ein bisschen im Profit. Wir sagen, er geht so ungefähr, er kommt hier so, hier Einstieg, boom, er ist hier ungefähr so, ja, bei der Hälfte im Profit. Dann könnt ihr sagen, okay, ich setze meine Verlustgrenze, jetzt Break-Even. Jetzt können zwei Sachen passieren. Option Nummer eins, der Markt steigt weiter, ihr macht Profite, ihr habt Geld verdient. Oder der Markt, was macht der Markt? Geht in die Verlustgrenze und ihr seid plus minus null und könnt somit diesen Trade nicht mehr verlieren. Und das ist unglaublich verrückt zu verstehen. Das nennt man Break-Even, Risk-Free, ihr könnt es nennen, wie ihr wollt, aber ich persönlich bin ein Typ, sobald mein Trade 15 Pips im Profit ist, setze ich Break-Even und lieber riskiere ich ein, zwei plus minus null Trades wie größere Verluste und ziehe dafür früher Break-Even. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen, das ist wichtig zu verstehen. Das gilt für steigende wie auch für fallende Kurse, dass ihr immer, 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 sobald euer Trade im Profit ist, eure Verlustgrenze nachzieht. Natürlich bringt es jetzt nichts, wenn euer Trade ein, zwei Pips im Profit ist, die Verlustgrenze nachzuziehen, weil ihr natürlich dann wieder sehr, sehr schnell auch wieder auf plus minus nur runterkommen könnt. Ich zeige euch, was ich meine. Angenommen, wir traden den Trade. Jetzt zeige ich, was ich meine. Genau. Wir haben jetzt eine Verlustgrenze von vielleicht so, ja. Ja, sechs Pips. Sechs Pips. Euer Markt steigt ein bisschen. Dann sagt er, hey, ich setze meine Verlustgrenze auf plus minus null. Dann muss der Markt ja nur einmal kurz runterdippen. Zack, ihr werdet automatisch rausgenommen und habt somit keinen Profit. Weil es kann ja sein, dass der Markt auch erst in die Verlustgrenze ein bisschen geht und dann irgendwann dreht, boom, und dann einen Profit schießt. Weil der Markt muss erst, ich zeige euch, der Markt muss ja erst entweder die Gewinngrenze hier, das hier oben berühren oder das hier berühren. Sprich, der Markt darf auch kurz zum Minus gehen. Er darf auch erstmal so runtergehen und dann hier so hoch in die Gewinngrenze schießen. Deswegen, der Trade muss nicht immer von vornherein im Profit sein und muss euch blaue Zahlen auf eurer Trading-App, die wir haben, ja, geben. Deswegen so viel dazu. Das war Feature Nummer 1, Break-Even ziehen. Feature Nummer 2, welches ich euch erklären möchte, ihr könnt nicht nur Break-Even ziehen, sondern ihr könnt auch Teilprofite rausnehmen. Jetzt passt auf, ihr könnt, sobald euer Trade im Profit ist, könnt ihr manuell Profite rausnehmen, euch raussichern und den Rest laufen lassen. Ich zeige euch, was ich meine. Angenommen, wir traden diesen Trade, wir haben eine Gewinngrenze von roundabout 100 Pips, ist etwas groß, ich weiß, aber als Beispiel, und eine Verlustgrenze von roundabout 25 Pips. So, das heißt, ihr wisst Bescheid, wir können mit diesem Trade viermal so viel verdienen, wie wir verlieren können. Jetzt habe ich das Falsche weggemacht, passt mal auf. Genau, muss man das ganze Kritzel hier weg. So, passt mal auf. Wir traden diesen Trade ungefähr 100 Pips Gewinngrenze, 25 Pips Verlustgrenze und wir traden diesen Trade mit einer, sagen wir 0,1 Lot. So, das haben wir gelernt, ist 1 Euro pro Pip und wir haben jetzt eine Gewinngrenze von 100 Pips, also 100 mal 1 Euro. Ja, muss ich jetzt eigentlich nicht rechnen, dann machen wir einfach mal, sind 100 Euro, während wir 25 mal 1 Euro gleich 25 Euro verlieren können. So, muss ich aufschreiben, so. Also, und jetzt gehen wir davon aus, euer Trade ist angenommen 50 Pips, bei der Hälfte im Profit, schon bei 50, schon echt viel, 50 Pips, dann seid ihr bei 50 Euro Profit und dann könnt ihr einfach sagen, okay, ich bin jetzt 50 Euro im Profit, ich ziehe mir davon schon mal die Hälfte raus. Sprich, ihr nehmt einen Teil von eurer Lot raus, also 25, also ihr macht aus 0,1, 0,05, zieht euch 25 Euro raus, sichert euch Gewinne, zieht euren Trade Break-Even, habt Teilprofite rausgenommen und jetzt Option Nummer 1, Trade läuft die weiteren 75 Euro im Profit, was? Klasse wäre. Oder Trade geht in plus minus null Bereich und ihr habt trotzdem 25 Euro Profit. Okay? Sprich, ihr könnt Sache Nummer eins, ihr könnt euren Trade Break-Even ziehen und ihr könnt Teilprofite manuell schließen. Das ist unglaublich wichtig zu verstehen, weil ich arbeite damit nur noch. Ich arbeite damit, also das heißt nur noch, ich arbeite damit über 1,5 Jahren, dass wenn ich ein bisschen im Profit bin, ich einfach Teilprofite rausschließe, um einfach meine Gewinne abzusichern. Dass einfach offene Positionen laufen, aber ich schon weiß, okay, ich habe eh schon Profite gemacht, wenn der Trade jetzt in Verlust geht oder plus minus null geht, mein Gott, ich bin trotzdem all in Profit. Okay, und das ist wichtig zu verstehen. Deswegen, das sind so Features, die ich euch mitgeben wollte, gerade von Anfang, weil ihr somit immer, 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 immer nach einer gewissen Pip-Anzahl oder gewissen, ja doch, Pip-Anzahl, eure Verlustgrenze auf plus minus 0 setzen könnt, also eben auf 4 hier und dass ihr eben manuell Teilprofite rausschließen könnt. Genau. So viel dazu. Macht euch gerne mal kurz ein Bild, wie es aussieht. Ich lösche mal kurz wieder alles weg. So viel erstmal zum Thema bullische, bärische Märkte, Pips und Lots, Take Profit, Stop Loss,
Break-Even ziehen und Partials, also Partials sind Teilprofite, rausnehmen, Partials Profits zu nehmen. Genau, so viel erstmal dazu. Das ist wichtig, dass ihr das Ganze verstanden habt. So, was es noch für Möglichkeiten gibt, erkläre ich euch gerne auch noch kurz. Und zwar haben wir auch oft Trades, wo wir nicht direkt reingehen wollen, weil ihr müsst verstehen, es gibt verschiedene Systeme. Wir haben verschiedene Systeme, womit wir traden. Es gibt Menschen, die achten auf Sequenzen, auf Strukturen, auf irgendwelche Bewegungen. Es gibt Menschen, die achten, machen die fundamentale und technische Analyse. Es gibt verschiedene Arten von Menschen, die diese Dinge eben ernst nehmen und die diese Dinge analysieren. Deswegen gibt es auch oft Menschen, die arbeiten müssen, was ja auch vollkommen legitim ist, die einfach keine Zeit haben, ständig an diesen Märkten zu sein. Deswegen kannst du nicht während der Arbeit einfach sagen, hey, ich trade jetzt und gut ist. Nein. Deswegen gibt es auch noch sogenannte Pending Orders. Das heißt, ihr setzt nicht direkt einen Trade, sondern ihr setzt eine Zone, wo der Markt erst rankommen soll. Und wenn der Markt dort angekommen ist, dann werdet ihr abgeholt. Ich mache euch ein Beispiel. Wir sehen hier, der Trade ist momentan hier, weil die Märkte haben zu übers Wochenende. Der ist aktuell hier. Gehen wir davon aus, wir wollen erst einsteigen, wenn der Markt hier runterkommt. Das ist eine sogenannte, ich zeige es auch gerne mal kurz auf Google, ist auch vielleicht ein bisschen simpler, gerade hier in den ganzen Bildern. Ihr seht eben hier verschiedene Arten von Pending Orders, einmal die sogenannte Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit und Sell Limit. Erstmal vorneweg, die Limits werden öfters getradet wie die Stops. So, erstmal ganz grundlegend, was ist eine Buy Limit? Eine Buy Limit seht ihr hier, der Markt kommt, geht runter und dreht wieder. Genauso wie hier. Gehen wir davon aus, der Markt soll erst diese Linie hier unten berühren, hier diese Zone berühren, sprich der Markt soll erst hier runterkommen und dann zack, ab hier, wo der Markt ist, ab dann soll der Markt steigen. Sprich, man kann sagen, okay, ich setze eine Order hier hin und sobald der Markt diesen Bereich berührt, dann möchte ich natürlich mit einer Long Position mitgenommen werden, weil oftmals ist man auf der Arbeit, Studium, Schule, man hat Stress und man kann nicht immer in diesen Märkten sein und manuell reingehen. Deswegen, das sind sogenannte Buy Limits. Genauso auch Sell Limits. Genauso auch ein anderes Beispiel, wenn ihr wollt, dass der Markt erst hier oben hinkommt, dann sagt ihr, okay, ich setze hier eine Sell Limit. Das heißt, sobald der Markt diesen Bereich hier oben berührt, zack, dann soll der Markt runterfallen. Das nehmen sogenannte Buy- und Sell-Limits und ihr könnt somit relativ simpel damit arbeiten, wenn euer System natürlich auch nach diesen Bereichen sucht, weil man hat auch Systeme, wo man selber manuell reingehen muss, man hat Systeme, da arbeitet man nur mit Limit-Ordern oder man hat auch Systeme, da arbeitet man eben mit Buy- und Stop, Buy- und Sell-Ordern. Das heißt, der Markt dreht nicht, sondern er durchbricht. Hier bei einem Buy-Stop seht ihr, der Markt dreht nicht, wie jetzt hier oben bei der Sell-Limit, sondern er durchbricht das Ganze. Also Beispiel, angenommen, ihr wollt nicht, dass der Markt hier dreht, sondern ihr wollt, dass der Markt hier ab hier durchbricht, dann ist eine Buy-Stop und der Markt steigt weiter. Buy-Stop ist relativ selten, aber auch good to know. Genauso auch hier eine Sell-Stop, sprich, wenn der Markt hier hinkommt, boom, soll der Markt durchbrechen und der Markt soll halt dann im Grunde genommen fallen. Das nehmen die sogenannten Panning Orders, die wir mehr oder weniger benutzen. Ich bin auch ein Typ, der die Limits öfters benutzt, weil ich einfach auch nicht immer in diesen Märkten bin und einfach auch meine Zone habe, wo der Markt hinkommt. Weil ich sag's mal so, wie es ist, Leute. Angenommen, wie das Beispiel von vorhin, angenommen hier, diese Zone, der Markt, sieht ihr selber, kam öfters an diesen Preisbereich rein. Sprich, der Markt kam von hier oben nach unten. Zack, berührt es einmal, zack, berührt es zweimal. Und es ist möglich, dass der Markt jetzt das dritte Mal wieder runterkommt, zack, und dann wieder hochschießt. Es ist möglich. Garantiert kann ich es nicht, je nach System. Aber das ist wichtig zu wissen. Das sind eben die sogenannten Panning Orders. Und wo wir das Ganze eben traden, ist ganz wichtig zu verstehen, weil auf TradingView analysieren wir nur. Selber traden tun wir in der Regel alle, die meisten Trader auf der ganzen Welt, auf dem MetaTrader 4. Das ist eben die Trading-App, worauf wir eigentlich alle analysieren, worauf wir eigentlich alle traden, was wir eigentlich alle benutzen. Deswegen gerne mal die App runterladen, euch ein bisschen da reinfuchsen. Aber ich will euch eine Sache noch zum Ende sagen. Lernt das ganze Trading-Game gescheit. Lernt es einfach richtig, weil ihr müsst verstehen, Leute, so viele Menschen verlieren in diesen Märkten, so viel Negatives wird über das Thema Trading berichtet, einfach aus dem Grund, weil die meisten Menschen falsche oder zu sehr mediale Informationen haben. Die meisten Menschen sind nicht bereit dazu, 200, 300 Euro in die Hand zu nehmen, um das Ganze gescheit zu lernen oder einfach mal in sich selber zu investieren, weil ich sag's mal so, Trading ist keine Sache, wo du irgendwie schnell reich wirst. Trading ist keine Sache, wo du irgendwie innerhalb von einer Woche Millionen verdienst, aber es ist langfristig eine Sache, wo du komplett orts- und zeitabhängig mit diesem Smartphone hier Geld verdienen kannst. Deswegen ist es sau interessant, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen, um einfach sagen zu können, hey, wie sind die Marktbewegungen? Wie passieren die Marktbewegungen? Und wie können wir Kleinanleger daran partizipieren und profitieren? Deswegen ein Tipp von mir, ohne Werbung zu machen, ich lerne das Ganze selber bei der IM Mastery Academy. Ist im Grunde genommen die weltweit größte Lernplattform in diesem Bereich. Warum lerne ich so seit über 2 Jahren? Weil wir dort über 200 verschiedene Educatoren haben, in verschiedensten Bereichen, im Bereich Krypto, im Bereich Forex, im Bereich Aktien, wo wir von Leuten lernen können, die jahrelang Erfahrung haben. Weil glaubt mir, Leute, mit YouTube und Google Wissen werdet ihr niemals an euer Ziel kommen. Nicht, weil es nicht möglich ist, aber
Ihr braucht Mentoren, ihr braucht Menschen, die es geschafft haben. Und ich kenne niemanden, der durch Google und YouTube-Wissen es geschafft hat, 7-, 8-, 9-stellige Beträge zu verdienen oder 6-stellige, völlig egal. Deswegen holt euch das Wissen von Leuten, die jahrelang Erfahrung haben. Deswegen lerne ich es bei der iMastery Academy mit knapp 600.000 Menschen, nicht um jetzt hier Werbung zu machen, sondern um euch bewusst zu machen, wenn ihr euch für das Thema Trading, Finanzen allgemein interessiert, lernt das Ganze dort. Einfach aus dem Grund, weil ihr dort die weltweit größte Lernplattform habt. Ihr habt dort über 200 Educatoren in verschiedensten Sprachen, in verschiedensten Sektionen, wo ihr von Leuten lernen dürft, die einfach jahrelang Erfahrung haben. So, ich lerne von einer Person namens Manny seit über 2 Jahren sein System. Warum? Manny verdient 8-stellige Beträge im Jahr und deswegen lerne ich sein System, wende das Ganze selber an, mache meine eigene Analysen und hole somit meine Profite, wie auch natürlich ab und zu Verluste. Deswegen ganz wichtig nochmal, Leute, um das Ganze zu recappen. Ihr habt bullische, steigende, bärische, fallende Märkte. Ihr habt Pips, das sind eben Kursbewegungen, Lots, die Maßeinheiten. Ihr habt Gewinn, Verlustgrenzen. Ihr könnt Profite rausnehmen. Ihr könnt euer Trade oder eure Verlustgrenze Break-Even ziehen. Ihr habt sogenannte Pending Orders und lernt das Ganze bitte professionell, weil Trading einfach eine unglaublich krasse Sache ist. Ich bin auch, wie gesagt, hier gerade in Ibiza mit einigen Freunden, weil es einfach möglich ist, das durch Konstanz, durch harte Arbeit, bin ich euch ehrlich, einfach zu lernen, um euch einen Skill aufzubauen, der euch wie das Fahrrad von eigentlich nicht mehr genommen werden kann. Deswegen so viel Abschlusswort des Tages, Leute. Ich wünsche euch einen verdammt schönen Restabend, Resttag, Restmorgen. Enjoyt das Ganze, genießt den Tag, testet das Ganze gerne mal und wir sehen uns bestimmt bald wieder. Bis dann. Ciao, ciao.